So, wieder zu Hause. Hast du mir ein bisschen gefallen? Ja, na, hallo. Also auf jeden Fall schon mal nichts Negatives, ne? So ist es ja nicht. Natürlich habe ich auch gerade zu Claudia gesagt, ne, das Moped ist ja viel neuer, viel moderner, viel nicht so ausgeleiert, wie mittlerweile meins ist. Ja? Ja. Und die Technik da drin ist natürlich auch anders. Klar, hat mehr Leistung und alles. Aber so, dass ich jetzt so einen riesen Nachteil in meiner sehen würde, ne. Nee, du, weißt du, ich habe es ja gar nicht gemerkt. Man sitzt auf dem Trennmotorrad. Ja. Das ist einfach so. Bis man sich da wirklich dran gewöhnt hat, da braucht es mehr als 10 Kilometer. Ja. Als ich so von vornherein gemerkt habe, die Sitzbank ist härter. Ja. Ja, als meine. Ich sitze hier wirklich weicher. Was nicht unbedingt. Ja, an Sitzbänken kann man arbeiten. Ja, was nicht unbedingt ein Nachteil ist, wollte ich gerade sagen. Ne? Weil auch auf der weichen Bank habe ich auch Arschschmerzen. Ja, habe ich auch Arschschmerzen. Natürlich, klar, ist der Spike viel höher. Also, ne, man kann die Kurven anders fahren. Und ja, wenn man da halt am Gas dreht, ne. Ja, zum einen, der Motor ist natürlich schon eine etwas andere Hausnummer. Ja gut, aber überleg dir mal, wenn ich jetzt eine 1250er RT holen würde. Du, wollte ich gerade sagen. Ja? Der Motor ist das eine. Ja. Das nächste ist vielleicht das Fahrwerk. Ne? Ja, das müsstest du miteinander vergleichen, weißt du? Ja. Ne? Ja, also ich meine, fahr mal eine neue RT. Ja. So eine, wie der Andreas Wieling hat. Ja, genau. Ne? Das ist sicherlich auch wieder, sind auch wieder Welten dazwischen. Ne? Ja. Das ist ein ganz anderes Motorrad im Endeffekt. Ja, da muss man einfach gucken, was einem mehr liegt. Also ich sag mal so, Gelände und so weiter fährst du auch nicht. Gut, ich jetzt in Ausnahmefällen mal, ne? Ja, aber das kann ich mit der ja auch machen. Ja. Bis jetzt alles, was die GS-Fahrer, also unsere, also ich rede von unseren GS-Fahrern, ne? Ja. Was die gefahren sind, kann ich mit meiner auch fahren. Also ganz locker, ne? Wenn nicht sogar mehr. Ja. Aber gut, es liegt wahrscheinlich auch daran, die haben Angst um die Bikes. Ne? Was ist, wenn ich stürze und so? Klar, da ist natürlich ein Haufen Kohle drin. Ne? Hängt zu. Klar. Ja. Und es ist gut zu wissen, wenn so ein Motorrad sowas hat und also sowas kann. Und man steckt vielleicht mal irgendwann in so einer Situation, wo man sagt, ja Gott sei Dank habe ich so ein Motorrad. Ja. Ja, und gerade wenn du so Slowenien und solche Länder fährst, dann kann das schnell passieren. Ja. Rumänien, ne? Ja. Ja, selbst hier, wenn du einfach nur eine Tour fährst, du weißt nicht, wie die Straßen sind, siehst du ja, was wir manchmal für Löcher hier hast. Ja, genau. Ne? Ja, oder auf der Hinfahrt. Ja, da haben wir auch so die ein oder andere unbefestigte Straße gehabt. Ja. Bleib mal links. Ja, ich sehe das. Ja, und wie gesagt, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Ja. Also ich bin mit deiner, weil ich sie eben auch nicht so kannte, bin ich auch wieder auf Eiern gefahren. Ne? Ja, ist ja richtig. Ne? Man will ja auch nichts kaputt machen, ne? Es ist einfach so. Okay. Ne? Also, am besten bitte durch. Ich schätze mal, wenn jeder von uns, sage ich mal, die 1000 Kilometer mit so einer Maschine fahren würde, wüsste ich schon, ja, ne? Wird das auch anders aussehen. Genau. Ja. Die ist ja wirklich toll, die Straße hier. Ja. Ich dachte, als Bussi will ich das Fahrt von hier auf die Treppe. Ja, das ist natürlich, aber das ist ja auch eine richtige Tourenmaschine. Ja. Die ist ja absolut auf Komfort und Bequemlichkeit ausgelegt. Ja.
Da siehst du ja wahrscheinlich auch schon an den Sitzbänken, die sind halt deutlich breiter. Ne? Das ist alles hier ein bisschen schmaler. Ja. Wenn du so eine GTL nimmst, hast du noch bequemer. Ja. Ja, aber da ist der Motor nichts für, ja. Ich sag mal, für kurvige Straßen oder für Berge. In Frankreich hat man einen mit gehabt, der hatte so eine K1600 GTL. Ja, sagtest du, ja. Ja, der hat, der sagte immer, ja, nach dem Urlaub brauche ich jetzt wieder mal neue Bremsbeläge. Ja. Ja, ich denke auch, es kommt drauf an, was du für Form mit dem Motorrad, ne? Ja. Ja, ich glaube, wenn wir es wirklich nur Sauerland fahren würden, dann ist auch so eine überhaupt eine 1200er ist eigentlich auch schon übermotorisiert. Sand. Das ist auch schon viel zu groß eigentlich. Das brauchst du gar nicht. Blubbel. Mein Gott. Eieiei. Fahr mal weiter links. Naja, hab ich ja. Durfte ich auch hier rechts fahren? Ja, du durftest auch rechts fahren. Kommt noch einer? Oh, ja. Ja, siehst du, das ist ja wieder so, für die Gäste ist das okay, ne? Ja. Ja, ein bisschen langen Federweg und dann durch dieses elektronische Fahrwerk. Ja. Der spürt ja vorne, wie viel der eintaucht, dann wird der hinten direkt nach. Das ist auch dieses Klacken in den Fußrasten, was man. Ja, ach, das ist spürt, das. Ne? Ja. Ja, ja. Ich dachte, ja, und das ist nämlich auch, das spürte ich nur bei mir. Ne? Und ich dachte, was ist da? Fliegt denn mir irgendwas gegen die Schuhe oder was? Ne? Ja. Und jetzt, wo ich auf deinem Moped saß, habe ich dieses Knacken auch gehabt. Die sagen, nee, okay, dann also ist es ist was anderes. Ne? Ja. Weil manchmal ist das auch so richtig knackt und dann sagst du, hä, ist da jetzt was kaputt gegangen? Ist da jetzt was gebrochen? Ja, das ist das elektronische Fahrwerk. Das, spürt vorne, aber bis vorne was los ist und gibt es nach hinten weiter. Also es gibt Strecken, da fährst du nur so huppel, also sehr hochfrequentierte, also schnell nacheinander folgen, dann federt dir alles weg. Dann siehst du nur wieder auf dem Bild, ne, wenn dann einer nebenher fährt, das ist, was das Fahrwerk überhaupt leistet. Ne? Ja. Aber wieso habe ich dann so Knacken in den Fußrasten? Ja, das ist das. Das hintere ist ESA-Fahrwerk hinten. Das macht das hintere Federbein, das reguliert das nach. Das, was es vorne merkt, das gibt es hinten nach, damit du hinten weniger von der Unebenheit spürst. Also, Sprechstechnik, meine ich. Ja, hier liegen viele Steine, da muss irgendwas. Alter, Sand? Ja, auch noch. Oh, komische Weg ausgesucht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das so ist, wenn du von einer anderen Motorradmarke auf eine GS steigst, weißt du? Ja. Ob du dann wirklich so geflasht bist. Aber ich für meinen Teil kann nur sagen, ja, ich schieb das jetzt eher auf wirklich auf das Moderne, auf das Neuere, auf das. Ne? Ja. Wer weiß auch, wozu das gut ist, dass meine Fußrasten so tief sind. Also. Ja. Ja. Ja, das bremst vielleicht ein, viele Scheiße zu machen, weißt du? Ja. Der Kopf sagt, das geht und der Körper sagt, das geht. Ja, ja. Und, oh, Scheiße. Ach. Oh.
Aua, aua. Ja, ich muss ein bisschen mehr Abstand halten. Ja, guck, wo ich herfahre. Ansonsten, wenn es scheiße ist, dann sage ich dir das. Oder versperrt alles mit seinen Arsch da. Nee. Und was natürlich, ne, dass man im Lenkrad wirklich nichts gemerkt hat, das war natürlich auch faszinierend. Das hat mich begeistert. Ja. Aber das weiß ich ja nicht, ob die neue Erde das auch nicht kann. Ja. Das ist dieses, das gibt den Paralever, das ist glaube ich hinten und Telelever. Telelever, genau. Ja, und das habe ich aber auch. Ja, aber vorne nicht, ne? Doch, habe ich auch, ja. Jawohl. Aber wie gesagt, mein Moped hat schon über 100.000 runter, ne? Ja, ob das noch in Ordnung ist, ist die erste Frage, aber da sind ja auch noch Generationen dazwischen. Ja, genau. Das ist schon die siebte Generation, glaube ich. Ja. Und dann noch verbessert und wie auch immer. Ja. Und so muss man das ja mal sehen. Also deswegen sage ich ja, man müsste eigentlich eine RT aus dem gleichen Baujahr vergleichen, wie die GS auch ist. Ne? Ja, ja. Und dann kann man sagen, okay, das ist ein Unterschied. Weil hier, dass ich bei jeder Maschine einen Unterschied merke, da kann ich auf Lotzes gehen, ist dasselbe, ja. Also, ja. Drossel mich mal. Ja. Schön. Ja, das war auch nicht zu vermuten, dass es so scheiße ist. Oh. Ja, das sieht ja leider. Oh ja.